willkommen zu so einem neuen Video. Heute stellen wir euch das Crafty RSL vor, 2022er Modell von Moonraker, frisch bei uns reingekommen. Mit dem neuen Bosch CX Smart System, 750 Wattstunden, das neue Display. Das wollen wir euch alles zeigen. Besonderheit bei diesem Fahrrad ist, dass es das leichteste E-Bike in seiner Klasse ist. Wir haben trotzdem 750 Wattstunden und natürlich das Fahrwerk, was wir hier verbaut haben, satte und schreibe 21,1 Kilogramm. Das heißt, das Fahrrad ist super leicht. Es wurde alles quasi auf Leichtigkeit getrimmt, sowohl von Carbonfelgen als auch von Carbonkurbeln und auch natürlich die Axis hochwertige Schaltgruppe von SRAM. Da wurde halt alles optimiert. Wenn wir schon mal die Schaltung sind, dann gehen wir zu der Schaltung. Bei der Schaltung haben wir die XX1 Eagle verbaut, natürlich als Axis-Version. Heißt, kennt ihr von unseren anderen Videos, es ist alles per Funk. Wir haben keine Kabel, was dann natürlich dazu führt, dass unser Cockpit super clean ist. Wir haben nur die Bremsleitung bei uns bei Cockpit und dann natürlich die kleinen Kabel vom Display. Ansonsten ist vorne halt alles sehr clean und das führt dann dazu, dass das Rad nochmal Tick besser aussieht. Bei der Axis-Schaltung, wir haben ja die 12-fach, die Eagle-Gruppe geht ja jetzt mittlerweile komplett auf 12-fach und wir haben die höchste Gruppe von SRAM hier verbaut. Vorteil ist, dass quasi die Kassette aus einem Stück Aluminium gefräst ist, was natürlich dieses Klackern rausnimmt. Und es ist auch das leichteste 12-Fach-Kassette momentan auf dem Markt. Das heißt, sowohl von der Festigkeit als auch von Leichtigkeit haben wir hier das Höchste, was zurzeit der Markt anbietet. Viele fragen ja, wie ist es mit dem Batterie, wie lange kann ich denn damit schalten? Also gehen wir erstmal zu einem Controller. Bei dem Controller müsst ihr alle 1 bis 1,5 Jahre, gibt der Hersteller an, eure Lithium-Ionen-Knopfzelle wechseln, weil der verbraucht ja nicht so viel, der gibt ja nur ein Signal. Und hier unten liegen ja eigentlich die Servomotoren, die mehr Energie verbrauchen. Das heißt, also oben bin ich alle 1,5 bis 2 Jahre nicht gut bedient. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der hat jetzt gute 2 Jahre damit gearbeitet und hat da noch nichts gewechselt. Unten circa 1 bis 2 Tage Fahrzeit. Kann ich damit fahren? Für Leute, die dann sagen, okay, wo kann ich das Ganze sehen? Es gibt hier ein LED-Lämpchen. Wenn er grün blinkt, habe ich definitiv noch alles. Wenn er rot ist, dann habe ich noch gute 15 Stunden. Wenn er dann rot blinkt, habe ich dann weniger wie 2 Stunden. Heißt, erst wenn er rot blinkt, muss ich dann noch anschließen. Ladegerät davon kennt ihr von unseren anderen Videos. Einfach per USB. Ich kann es unterwegs laden, 1,5 Stunden, dann bin ich quasi ready. Und der wird auch gerade von uns geladen, deswegen haben wir hier nur einen Akku. Bei der absenkbaren Sattelstütze haben wir auch die Axis-Version. Und sollte ich jetzt unterwegs einfach merken, okay, der Akku hier, der ist leer, dann kann ich den einfach hier rausnehmen und bei meiner Sattelstütze reinmachen. Dann funktioniert quasi die Sattelstütze auch ohne Probleme. Dieses Plastikteil, den gab es bis jetzt noch nicht, ist erst bei der GX Eagle eingeführt, hat keinen Vorteil, soll als Schutz dienen für den Akku, aber da passiert eigentlich nichts, aber sieht halt natürlich schöner aus, wenn der Akku einfach quasi dieses Teil dabei hat. Für Leute, die dann sagen, hier, ich hätte gerne nochmal einen Zusatzakku, immer für Sicherheit, der ist nicht so groß, der liegt um die 50 Gramm, glaube ich, wiegt er und kostet 40 Euro. Kann ich auch einen zusätzlich kaufen, gibt es bei uns auch im Laden. Da könnt ihr den einfach in eurem Rucksack mitnehmen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Die Vorteile von der XX1-Schaltung, da haben wir ja ein zusätzliches Video, den werden wir vielleicht hier unten dann verlinken auf diesem Video, dann könnt ihr sehen, welche Vorteile es hat. Ein Vorteil ist zum Beispiel dieses Klacksystem, da ist halt eine Kupplung dabei, wenn quasi jetzt Druck drauf kommt, wenn ich jetzt stürze, dann schützt er quasi das Schaltwerk. Wie ihr schon seht. Ja? Der springt. Also das Schaltwerk verbiegt sich nicht, sondern der springt einfach weiter. Und wenn ich dann einfach weiterschalten will,
der justiert sich dann von alleine. Das ist halt der Vorteil. Jetzt bei den hochwertigeren Schaltwerken von SRAM, dass sie immer einen Schutz haben, wenn da richtig viel Druck drauf kommt, gibt die Kupplung nach und dann verschiebt er sich, es verbiegt sich nichts und dann, wenn ich wieder anfange zu schalten, dann justiert es sich von alleine, wie ihr das gerade gesehen habt. Kommen wir zu dem Rahmen. Wir haben hier natürlich den Moonraker-Rahmen, der halt sehr beliebt ist wegen der Form und natürlich auch die Festigkeitswerte. Der Akku ist fest verbaut, das heißt, ich kann den Akku hier bei diesem Modell nicht rausnehmen, aus dem Grund, weil die Moonraker-Leute wollten halt die maximale Festigkeitswerte und dann den Unterrohr so dünn wie möglich halten, deswegen durfte man quasi bei der Konstruktion keine Öffnung reinmachen, weil dann muss es halt ein bisschen dicker sein und die haben das Ganze so gemacht, dass er von unten reingeschoben wird. Man kann den schon rausnehmen, also sollte der Akku irgendwann mal kaputt sein oder irgendwas sein, muss man halt den Motor aufmachen und wenn der Motor dann aufgemacht wurde, kriegt man den Akku raus, aber jetzt für Laden kann man das nur durch die Ladebuchse hier, was ihr so schön im Video seht, dann laden. Beim Ladegerät gibt es auch noch das neue Bosch-Ladegerät, hat sich nur designtechnisch ein bisschen was geändert, ansonsten ist alles gleich. Carbon-Lenker natürlich, Carbon-Felgen haben wir auch verbaut. Wir haben das Telemetriesystem Mind von Moonraker dabei, da haben wir auch nochmal ein Video dazu gedreht, was kann dieses Telemetriesystem. Es ist quasi das Gehirnstück, was eurem Fahrrad zu einem smarten Gegenstand macht. Ihr könnt das mit der App verbinden, dann kriegt ihr Infos, wie lange bin ich gesprungen, wie weit bin ich gesprungen, wie war meine Tour, habe ich durchgeschlagen jetzt mit dem Dämpfer oder Gabel und dann gibt die App euch auch Informationen, wie ihr das Ganze zu managen habt, ob ich zum Beispiel jetzt einen halben Bar mehr reinmachen muss oder einen halben Bar weniger, das sehe ich dann alles auf der App. Das heißt, ich habe ein smartes System zum ersten Mal quasi, um ein Fahrrad wie ein Weltmeister zu bewegen. Und bei dem Dämpfer haben wir den Fox 36 Kashima, das heißt die maximale Einstellmöglichkeiten, die es momentan möglich sind, kann ich hier führen. Auch natürlich hinten haben wir die Factory-Version, heißt vom Fahrwerk her haben wir halt wirklich alles vom Feinsten. Zulässige Gesamtgewicht sind wir bei 150 Kilogramm. Heißt auch viele, die ein bisschen mehr wiegen wie ich, können das Fahrrad ohne Probleme fahren. Ansonsten, ja, das ein oder andere Feature von dem Fahrrad werden wir euch dann erklären. In einem anderen Video. Ganz kurz, die Bremsen, die habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, die G2 Ultimate, das heißt von der G2-Reihe haben wir auch die höchste Stufe bei diesem Fahrrad verbaut. Vorteil ist, dass ich keine Luftbläschen durch die G2, weil es mit der Dotflüssigkeit arbeitet, bildet. Nachteil ist, dass ich die Dotflüssigkeit halt jedes Jahr einmal oder spätestens alle 2 Jahre einmal wechseln muss. Die Bremskraft von der G2 Ultimate, die ist ja auch jetzt in der Test bewiesen, die ist wirklich super, das kommt schon an die XC bzw. XTR Bremsen auch ran. Von daher haben wir wirklich hier auch sehr gute Bremskomponenten verbaut. Ansonsten im nächsten Video erklären wir euch dann auch ein paar Teile extra. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes Video sehen wollt und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video.